Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Landtagswahl in Hessen haben CDU und SPD schwere Verluste erlitten. Hochrechnungen zufolge büßten beide Parteien im Vergleich zur Abstimmung 2013 mehr als 10 Prozentpunkte ein. Die CDU bleibt dennoch stärkste Kraft. Den größten Stimmenzuwachs verzeichnen die Grünen und die AfD. Sie zieht erstmals in den Hessischen Landtag ein und ist damit in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Noch unklar ist, ob das schwarz-grüne Regierungsbündnis seine Mehrheit behält. Die aktuellen Zahlen hat jetzt Jörg Schönenborn in unserem ARD-Wahlstudio in Wiesbaden. Schon lange waren Landtagswahlen nicht mehr so geprägt von bundespolitischen Stürmen. Erneut verlieren die beiden Berliner Regierungsparteien auf Landesebene zusammen über 20 Punkte. Rund die Hälfte der Befragten, 50%, sagen, diese Wahl sei eine gute Gelegenheit, der Großen Koalition einen Denkzettel zu verpassen. Das sind nun die aktuellen Hochrechnungszahlen für die Landtagswahl in Hessen. Die CDU kommt auf 27,4%, verliert gut 10 Punkte. Auch die SPD zweistellig im Minus, 19,6. Die Grünen nur ganz knapp dahinter, 19,5. Großer Gewinner dieser Wahl zusammen mit der AfD. Die Linke mit 6% sicher im Landtag, FDP 7,8, AfD 13, andere 6,7. Sechs Parteien im Landtag in Wiesbaden, der Überhang- und Ausgleichmandate haben wird. Wir gehen gegenwärtig von mindestens 121 Sitzen aus. 36 hätte davon die CDU, SPD 25, Grüne ebenfalls 25, Linke 8, FDP 10 und AfD 17. Überhaupt nicht beantworten lässt sich auf Grundlage dieser Hochrechnung gegenwärtig, ob die amtierende schwarz-grüne Regierungskoalition eine Mehrheit behält. Rechnerisch ist gegenwärtig Folgendes möglich. Schwarze und Grüne hätten danach genau die minimal nötige Mandatsmehrheit, 61 von 121. Eine Regierung von CDU und SPD hätte ebenfalls die Mehrheit. Ansonsten wären drei Parteienkoalitionen denkbar. Die sogenannte Jamaika-Koalition hätte auf jeden Fall eine sichere Mehrheit. Für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP würde es vermutlich nicht reichen. All das, wie gesagt, ein Hochrechnungsstand, der noch Veränderungen zulässt. Ein politisches Ergebnis dieser Wahl ist offen. Erneut hat die CDU als einer der beiden großen Verlierer dieser Wahl Anhänger in gleich zwei Richtungen verloren, wie unsere Wählerwanderung zeigt. Auf der einen Seite ein breiter Strom zur AfD, 94.000 macht er aus und genauso groß etwa der Strom zu den Grünen, 92.000. Das sind die beiden großen Verluste der CDU. Auch zu den Nichtwählern und zur FDP verliert sie nur geringe Zugewinne von der SPD. Wie nach der Bayernwahl stellt sich also für die Union erneut die Frage, wie sie es schafft, ihre Anhänger nicht weiter an AfD und Grüne gleichzeitig zu verlieren. Und jetzt die Runde der Spitzenkandidaten hier im Wahlstudio mit Thomas Kreuzmann. Ja, recht schönen Dank. Ich frage zuerst den bisherigen und möglicherweise künftigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Sie sind auf einem dramatisch niedrigen Niveau angekommen, was die CDU in Hessen angeht. Auf der anderen Seite war Ihr Wahlsieg mit Schwarz-Grün weiterzumachen. Das könnten Sie. Wollen Sie das mit einer Stimme Mehrheit? Also zunächst mal, wir haben herbe Verluste. Das schmerzt sehr. Und wir haben es ja eben gesehen, wir hatten ein Umfeld, in dem wir gegen die Stimmung, gegen die Große Koalition in Berlin kaum gewinnen konnten. Wir wollen aber in Zukunft wieder stärker werden. Zweite Bemerkung, ja, wir sind mit Abstand stärkste Fraktion. Und daraus leiten wir auch den Regierungsanspruch für die nächsten 5 Jahre ab. Wir haben damals mit der FDP mit einer Stimme sehr ordentlich regiert, aber Hessen ist knapp. Ich schlage vor, wir warten den weiteren Abend mal ab und dann werden wir entscheiden. Unterm Strich, wir haben herbe Verluste. Wir haben aber, wenn das sich so bewahrheitet, als Union weiter den Regierungsauftrag und ich habe die Absicht, mein Amt fortzuführen. Tarek Al-Wazir von den Grünen, Sie sind der stellvertretende Ministerpräsident. Wollen Sie das in dieser Konstellation auch in der kommenden Legislaturperiode sein?
Also zuallererst mal freue ich mich natürlich über ein grandioses Wahlergebnis für die Grünen. Hessen war noch nie so grün und das ist eine Bestätigung der Arbeit, die wir die letzten 5 Jahre gemacht haben als Grüne in der Landesregierung. Und es ist gleichzeitig natürlich auch ein Auftrag, weil viele Menschen haben uns sozusagen ihr Vertrauen geschenkt. Und wir müssen natürlich damit auch verantwortungsvoll umgehen. Und natürlich, wir haben vor der Wahl gesagt, das gilt auch nach der Wahl. Wir werden sehen, was rechnerisch geht. Und dann ist unsere Leitschnur die Sache, unsere Inhalte, für die wir gewählt wurden. Sind. Und darüber sind wir bereit, mit allen demokratischen Parteien zu sprechen. Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD, Landespartei- und Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Ihre Partei hat jetzt ein weiteres schlechtes Ergebnis auf Landesebene eingefahren. Heißt das, Sie wollen trotzdem weiter warten mit dem Erneuerungsprozess Ihrer Partei bis zum Ende kommenden Jahres? Oder was wird das hessische Wahlergebnis für die Große Koalition und Ihre SPD als im Verbleib dort aussagen? Nein, wir können nicht warten. Wir erleben eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise der SPD, die nicht erst vor 6 Wochen begonnen hat, sondern schon lange wirkt. Viele Menschen erkennen nicht, wofür die SPD steht. Uns ist das in Hessen gelungen in den letzten Monaten. Alle Umfragen sind völlig eindeutig. Wir haben die Themen in diesem Wahlkampf gesetzt, wenn über Landespolitik geredet wurde. Und wir haben in allen Umfragen dokumentiert, dass die SPD in Hessen die Kompetenz dafür bekommen hat, dass wir diese Sachen besser lösen als die derzeitige Regierung. Es hat uns nichts genutzt, weil ein übermächtiger Bundestrend dafür gesorgt hat, dass die wenigsten das am Ende interessiert hat. Werden Sie Fraktions- und Parteivorsitzender in Hessen bleiben? Sie sind jetzt zum 3. Mal angetreten? Seien Sie mir nicht böse, das ist für mich ein so schwerer und bitterer Abend, den ich auch als wirklich bitter, weil es unfassbar ist, dass wir wirklich die Kompetenzen haben, uns das zugetraut wurde. Und am Ende wir die goldene Zitrone bekommen. Wir werden uns morgen zusammensetzen in Landesgremien. Wir werden darüber reden müssen, wie wir weitermachen. Aber ich sage das auch sehr klar, ich lasse mir nicht das kaputt machen, was wir in 10 Jahren hier neu aufgebaut haben nach einer schweren Krise. Das ist ein schwerer Rückschlag. Der muss Konsequenzen in Berlin haben für die inhaltliche Aufstellung der Bundespartei. Und darüber werden wir morgen sicherlich zu reden haben. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Rainer Rahn ist der Spitzenkandidat der AfD in Hessen. Sie sind erstmals im Landtag. 2013 waren Sie überhaupt erst in einem Landtagswahlkampf hier das erste Mal angetreten, mit 4% ungefähr nicht reingekommen. Jetzt haben Sie ungefähr das Ergebnis bei den Kommunalwahlen und bei der Bundestagswahl hier in Hessen erreicht. Heißt das immer noch ein super Erfolg oder heißt, die Bäume wachsen auch für Sie nicht mehr in den Himmel? Also zunächst ist es für uns ein sehr wichtiges Ergebnis. Es ist eine historische Wahl. Hessen ist das Gründungsland der AfD. Wir sind hier auch vor 5 Jahren das erste Mal bei einer Landtagswahl angetreten, knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Und in der Folge haben wir mittlerweile jetzt alle 16 Landtage sind wir eingezogen. Das ist der 16. Landtag und mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein. Wir haben unser Ergebnis sowohl absolut wie auch relativ. Ich muss leider weiter. Ja. Sehr gesteigert und wir haben auch gegenüber der Landtagswahl, der Bundestagswahl und der Kommunalwahl zugelegt. Danke. René Rock, der Fraktionsvorsitzende der FDP. Sind Sie jetzt der Königsmacher, weil es doch eine Dreierkoalition geben muss? Ja, wir müssen ja mal abwarten, was der Abend noch bringt. Also wir sind sehr zufrieden mit unserem Wahlergebnis. Wir haben engagiert gekämpft bis zur letzten Minute. Haben wir gekämpft und da glauben wir auch, dass wir bis zur letzten Minute hier warten müssen, bis wir das endgültige Ergebnis haben. Und wir hoffen natürlich, dass es für die Regierung nicht mehr reicht und dass wir gebraucht werden für eine Regierungsbildung. Und da wollen wir uns einbringen. Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken. Die CDU hat vor einem Linksbündnis hier gewarnt, aber dafür besteht offenbar ja gar keine Chance. Ja, sieht im Moment nicht so aus. Sieht so aus, dass es dafür keine Mehrheit gibt. Die Linke hat heute das beste Wahlergebnis, das wir in Hessen je gehabt haben, eingefahren. Wir haben zugelegt, das war auch unser Ziel. Wir hätten gerne mehr zugelegt, aber am Ende wird die Stimme für soziale Gerechtigkeit im Landtag lauter und das freut uns natürlich. Ja, und ich bedanke mich und gebe zurück zu Jan Hofer in Hamburg. In Berlin ist der Ausgang der Hessenwahl als klares Signal an die Große Koalition gewertet worden. Vertreter von Union und SPD erklärten, man wolle nun die Sacharbeit stärker in den Mittelpunkt stellen. Sollte das nicht gelingen, müsse die SPD über die Zukunft von Schwarz-Rot nachdenken, so Parteichefin Nahles. Die Opposition sieht in dem Wahlergebnis einen Denkzettel für die Regierung von Kanzlerin Merkel. Dass es für die CDU als Berliner Regierungspartei ein rauer Abend wird, hatte die Parteiführung erwartet. Der Unzufriedenheit ihrer Anhänger begegnet die Generalsekretärin mit einem erneuten Aufruf zur Sacharbeit.
dass diese Regierung ihrem Auftrag auch gerecht wird, dass Schluss sein muss mit den Debatten, ob wir zusammen regieren oder nicht. Die Menschen erwarten zu Recht Ergebnisse von uns und wir haben diese Ergebnisse zu liefern. Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende stehe jedenfalls nicht in Frage, zumal auch die SPD-Chefin nicht zum Rückzug aus der Regierung bläst. Die Lage der Großen Koalition sei nicht akzeptabel, so Nahles. Das Bündnis brauche jetzt einen klaren Fahrplan. An der Umsetzung dieses Fahrplans bis zur vereinbarten Halbzeitbilanz können wir dann klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind. Widerspruch von der Opposition. Sowohl die FDP als auch die Linke werten den hessischen Wahlausgang als ein klares Signal an Union und SPD. Es wäre natürlich das Sauberste, die SPD würde endlich erkennen, dass sie in dieser großen Koalition keine Erfolge mehr erzielen kann, dass sie dort gefangen ist. Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Politik der Großen Koalition, gegen den Stil und die Inhalte der Großen Koalition und auch gegen die Person der Bundeskanzlerin selbst. Große Freude bei den Grünen als dem Wahlgewinner des Abends. Laut Parteichef habe der sachliche Politikstil gezogen. Dass es ein klares Signal gibt, dass Wahlen nicht nur am rechten Rechtsaußenrand gewonnen werden, sondern mit einer proeuropäischen Vernunft und antipopulistischen Politik. Das ist das allergrößte Teil davon zu sein. Danke dafür, dass das so möglich ist. Den AfD-Chef freut, dass seine Partei nunmehr bundesweit etabliert ist. Wir sind jetzt in 16 Landtagen und wir sind deutlich zweistellig eingezogen. Das war das eigentliche Ziel und das haben wir glatt erreicht. Morgen tagen in Berlin die Parteigremien, um konkretere Folgerungen aus der Hessenwahl zu ziehen. Zur Wahl in Hessen und im Echo in Berlin, jetzt live aus der Hauptstadt, Tina Hassel. Die Große Koalition scheint trotz der dramatischen Verluste noch einmal mit einem blauen Auge davonzukommen, zumindest vorerst. Vor allem die CDU und ihre Parteichefin dürften aufatmen. Anders als in Bayern stand diesmal ein Vertrauter der Kanzlerin zur Wahl. Eine Abwahl von Bouffier hätte deshalb auch für Merkel und ihre erneute Kandidatur als CDU-Vorsitzende erhebliche Konsequenzen haben können. Auch in der SPD könnte das große Beben noch einmal ausbleiben. Dass SPD-Chefin Nahles nun einen verbindlichen Fahrplan bis zur Halbzeitbilanz fordert, zeigt, dass sie offenbar Zeit gewinnen will, um der Regierung eine zweite Chance zu geben und den Frust zu kanalisieren. Fraglich ist nur, ob die Parteibasis da mitmacht und wie lange die Stimmen, die raus aus der GroKo wollen und die einen neuen Mitgliederentscheid fordern, noch zu kontrollieren sind. Die Grünen setzen ihren Erfolgszug fort und etablieren sich weiter als eher bürgerliche Kraft, der man offenbar Antworten auf die Probleme von morgen zutraut. Die FDP zieht gestärkt in den Landtag ein und könnte doch noch zum Königsmacher werden. Und die AfD ist nun stark in allen Landtagen vertreten, auch wenn sie ihr selbstgesetztes Ziel in Hessen nicht erreicht. Zurück zu Jan Hofer. In Brasilien wird heute mit der Stichwahl eines neuen Präsidenten eine Richtungsentscheidung getroffen. Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise und wegen eines Korruptionsskandals ist das Land gesellschaftlich tief gespalten. In Umfragen führte der rechtsextreme Kandidat Bolsonaro. Er gilt als Befürworter der früheren Militärdiktatur und der Anwendung von Folter. Sein Konkurrent Haddad von der linken Arbeiterpartei hatte zuletzt jedoch aufgeholt. Erste Prognosen werden gegen Mitternacht erwartet. Die tödlichen Schüsse in einer Synagoge in Pittsburgh haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Viele Politiker, unter ihnen Bundeskanzlerin Merkel, zeigten sich erschüttert. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich bei dem Täter um einen überzeugten Antisemiten. Er soll vor der Tat seinen Hass auf Juden und seine Anschlagspläne im Internet publik gemacht haben. Der 46-Jährige wird nun wegen Mordes in 11 Fällen angeklagt. Die Menschen von Pittsburgh wollen ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen nach dem Anschlag auf eine Synagoge in ihrer Stadt. Gestern hatte ein 46-Jähriger in dem Gotteshaus gezielt auf Menschen geschossen. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, es war ein Hassverbrechen eines Einzeltäters. Bei dem tödlichen Angriff hat Bowers Statements abgegeben über den Genozid und seinen Wunsch, Juden zu töten. US-Präsident Trump soll überlegt haben, den Wahlkampf auszusetzen, spricht dann aber doch vor Anhängern in Illinois. Wir müssen mit unseren jüdischen Brüdern und Schwestern zusammenstehen, um Antisemitismus und die Kräfte des Hasses zu besiegen. Wir werden die, die die Juden vernichten wollen, zerstören.
Das findet den Beifall seiner Anhänger. Die Opposition dagegen sieht eine Mitverantwortung des Präsidenten für das oft hasserfüllte politische Klima in den USA. Das Verhalten des Präsidenten ist darauf angelegt, uns zu spalten. Er steht morgens auf mit neuen Ideen, die uns entzweien. Es reicht nicht, dass er am Tag einer Tragödie die richtigen Worte findet. Ein Land in Trauer. Auf allen öffentlichen Gebäuden weht die US-Flagge auf Halbmast. In der Fußball-Bundesliga ist Leverkusen zum Abschluss des 9. Spieltages ein Befreiungsschlag geglückt. In Bremen siegte die Werkself deutlich mit 6:2. Leipzig und Schalke trennten sich dagegen torlos. Das Spiel Nürnberg gegen Frankfurt endete 1:1. So richtig zufrieden sind heute weder die Nürnberger noch die Frankfurter mit dem 1:1. In einer phasenweise sehr abwechslungsreichen Partie haben die Gastgeber die besseren Chancen, insbesondere in der ersten Halbzeit. Die eindeutigste vergibt Knöll, als er nur den Pfosten trifft. Frankfurt überwiegend ohne Leidenschaft, die Mannschaft von Adi Hütter enttäuscht vor den über 40.000 Zuschauern in Nürnberg. Nach dem Seitenwechsel neutralisieren sich beide Teams zunächst, ehe Nürnberg 12 Minuten vor dem Ende für die Risikobereitschaft belohnt wird. Der eingewechselte Srilak trifft mit dem ersten Ballkontakt. Frankfurter Stellungsprobleme in der Defensive ermöglichen das 1:0. Die Nürnberger belohnen sich jedoch nicht für ihre Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Auftritten, weil sie in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Allaire zulassen. Der Topscorer der Liga, zuvor eingewechselt, rettet den Hessen einen Zähler. Nürnberg frustriert, während sich die Eintracht bei Allaire für den Punktgewinn bedanken kann. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 29. Oktober. Im Nordwesten und Südosten zeigen sich heute Nacht gelegentlich die Sterne, sonst fällt gebietsweise Regen. In den westlichen und zentralen Bergen etwas Schnee, an den Küsten ein paar Schauer. Morgen meist wolkenverhangen, hier und da Regen, dazu sehr windig, an der See und den Alpen stürmisch. Südostbayern bringt der Föhn allerdings häufiger Sonnenschein. Heute Nacht an der Ostsee bis 6, sonst 5 bis 0 Grad. Morgen in der Eifel bis 4, in Südostbayern dank Föhn bis 19 Grad. Ingo Zamperoni meldet sich mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen um 21.45 Uhr. Darin die neuesten Ergebnisse zur Landtagswahl in Hessen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.